Willkommen zurück hier mit Very Games gegen ESC. Wir sind auf der zweiten Map im Upper Bracket. In Runde 2. Very Games konnte die erste Map souverän mit 16-10 gewinnen, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht so eindeutig sich anhört, aber es war dann schon eindeutig, fand ich. So, zweite Map. Und Very Games startet CTX. ESC versucht mit Instant Bago. Auch erfolgreich gegen Existence. Nehmen jetzt das Gas ein bisschen raus. Scream kann da auch ansagen, dass sie nicht den Go durchziehen. Behalten auch die Kontrolle mit Pascha da oben. Gute Ausgangslage. Auch Neo Hauskontrolle. Eigentlich gerade nur Vorteile für ESC. Neo auch gleich von. Da und der Rest geht wieder B. Lord an der Action. Super blind. Und jetzt gleich der B-Go. Mal schauen, was Scream da machen kann. Er ist auf jeden Fall komplett auf sich allein gestellt. Oh, hat ausgemoved. Boah, ey, dass er da wirklich noch einen macht, das ist unglaublich. Oh, ein MBK Mitte da Neo gemacht, der da von hinten kommen wollte. 3 gegen 3 Situationen. Sollte er vielleicht nicht allein kämpfen. Mate hat er auf jeden Fall. Aber er setzt den Head. Sehr stark. Pascha geht hinterher. Er ist nicht drauf. Und jetzt Tess im 1-on-1. Kenny ist sehr, sehr low. Das kann Tess auf jeden Fall machen. Das sollte er machen. Und er setzt sogar einen Headshot. Die nächste Pistol an ESC, die hier wirklich 3 Pistols bisher geholt haben. Alle 3. Und trotzdem bisher noch keine Map gewonnen. Vielleicht sollten sie mal eine Pistole verlieren. Dann läuft es vielleicht besser. Tja, normalerweise 2 Pistols geholt. Dann geht man schon von einem Sieg der Map aus. Aber wenn man mal die 5 Runden abzieht auf das 2, dann hat ESC gerade mal 5 geholt. Das ist wirklich nicht viel. So, Very Games. Wie gewohnt kaufen wir in der zweiten Runde fast komplett Scream mit einer Max 7, NBK mit einer Max 7, Existence wie gewohnt mit Equipment da am B. Und es wird aber erstmal aus dem Contact geben. Sehr starker erster Frag, schöne Kante dort gewählt. Auch hier wieder Lord und Neo diejenigen, die da im Faken waren. So, Scream noch da. Den ersten, dass er da auch immer Headshot macht. Boah, den zweiten gibt auch noch einen mit. Die Runde wird nochmal knapp. Oh, Kenny gegen Lord. Und er läuft gegen ihn. Er schießt, er sieht ihn nicht. Und da war die Munition alle. Ist das bitter, aber schon wieder so eine lustige Situation mit den Smokes. Er war prädestiniert dafür, sowas zu generieren. Oder sowas zustande kommt. Aber alles nochmal gut gegangen für ESC 2:0. Aber Very Games spielt da wirklich immer super CT-Ecos. Der Aufbau von der ESC auf jeden Fall immer gleich. Wie gesagt, Neo Lords, diejenigen, die da mal Richtung A was machen. Diesmal scheinen sie aber auch wirklich durchzugehen über Hess. Neo davon mit dabei. Smoke vor die Bibo. Oh, hat echt einen B-Split. Ich weiß nicht, ob sowas immer klug ist in der Anti-Eco. Probleme. Müssen sich jetzt aber noch zwei Seiten decken, also warum nicht einfach straight über Hells durch, wenn das schon so eine Smoke liegt. Ich meine, die Runde werden sie jetzt wahrscheinlich trotzdem gewinnen, aber es wirkt schon alles nicht so sicher, wie es wirken sollte. Wenn BK noch allein auf weiter Flur.
neben ihm. So, 3-0, aber das kennen wir ja. ESC macht das 3-0 und dann kommt Very Games und macht dann 3-0, 4-0, 5-0, 5-3 dann, je nachdem. So, hier sehen wir keine Arbe von Kenny. Das Ganze auch halten. Existence Scream, schönes Zusammenspiel. Hat dann nochmal die entscheidende Fläche gefehlt von hinten. Dann wären die beide wahrscheinlich gefallen. So, aber geht es schon wieder schlecht los für SC. Lord schon. Oh Mann. Hat gerade auf ihn, er war so super weit vorne am Haus. Wollte da die Runde irgendwie noch entscheiden, aber in K aufgepasst. Steht dann, glaube ich, immer im großen Sand oder auf Spot. Ne, Action steht da sogar. Tja, so schnell kann die Runde auch schon wieder verloren sein. Mit 5 Runden kennt sich SC jetzt schon aus. Auf D2 auch die ein oder andere verloren, ohne einen Frick zu machen. Viel werden sie jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr anrichten können. Haben sie überhaupt Geld nächste Runde? Ja, das sieht gut aus. Zumindest Kuben kann legen, der Rest kann selbst kaufen. Kuben muss halt Neo legen, ansonsten passt das schon. Wir sollten jetzt hier versuchen, so viel wie möglich Fracks noch zu ziehen. Aber Bombe ist auch weg. Gedroppt worden von Kuben. Scheinen sie doch gar nicht mehr zu versuchen, versuchen zu wollen. Boah. Krass, wenn er den noch bekommen hat. Wenn er mit NBK nicht geschossen, also hätte ihn ja locker machen können. Egal, erste Equip geht mal wieder an Very Games. Und das relativ eindeutig. So, hat Nip jetzt eigentlich die Map gewonnen oder nicht? Ich glaube schon, oder? Ja, 16-14, aber es ist krass. Und Curse auch auf Train die Pistol geworden. 2-0, also krasses Spiel anscheinend. Hätte das gedacht, dass Kürz so gut aufspielt? Knapp das Spiel gegen Nip hinlegen. Mal gucken, wie deutlich es auf der zweiten Map wird. So, Real Games macht weiter Druck am B. Real Games da alleine. Spielt auch mit P90. Mit einer kleinen Falle, dann der Action. Sieht man sehr häufig von VG. Also ich glaube, der Sieg zum Erfolg gegen die... Oh, weil sie stehen zu viert am A. Ist auf jeden Fall immer... Ich würde eher immer Action weg smoken und dann Has gehen. Jetzt wird es natürlich schwierig, weil man... Egal, was man jetzt wegsmoked, man hat immer zwei Gegner auf jeder Seite. Gute Nate gegen Smith. Über Bande wahrscheinlich. Schon mal gut Damage gemacht. Banks kommt durch, Smith noch am Leben. Die checken das weg, aber Smith kann noch einen machen in Zeiten nicht. Knappe Situation, Kenny konnte noch einen machen in der Action. Es hat durchgepusht. Die anderen beiden noch Mitte und hatten nur noch 20 Sekunden, die Bombe ist down. Wahrscheinlich Mitte oben, also sehr, sehr strange. Da liegt sie in der Action, gerade gesehen von NBK. Also die nächste Runde, wo die Zeit abläuft. Gut, vorhin haben sie gesaved. Aber jetzt, warum sind sie da unten? Wollen sie da wieder einen Split machen? Das... wirkt sehr, sehr, also sehr durcheinander. Hampeln da Mitte ein bisschen rum. Und dann Häs und dann auf einmal zwei Mitte unten wieder. Das sollte wohl wirklich ein B-Split werden, aber funktioniert halt überhaupt nicht, was ESC hier auspackt als Terror. Müssen auf jeden Fall damit klarkommen, dass VG da so offensiv in der Banane ist.
Was sich natürlich anbietet, wenn der immer Existence allein irgendwie offensiv da steht, dass man das dann einfach verzögert mal mit einer Flash-Kombination einnimmt. Gut, dass uns der Autodirektor heute ein bisschen enttäuscht. Noch nicht wirklich überzeugt von ihm. Da wieder Unterzahl. Aber jetzt mit dem Has Contact eine gute Wahl eigentlich getroffen. Auch Pascha verschießt leider. Das wäre so wichtig gewesen, wenn er den Frick setzt, können sie da Has durch, können sie den Spot einkesseln. Da sieht man manchmal, sieht man, wie halt manchmal ein Frick so eine Runde in eine ganz andere Richtung lenken kann. Auch wenn sie jetzt eine wieder ganz gute Entscheidung treffen mit B. Sie haben aber leider keine Smoke mehr, um Scream da wirklich aus dem Spiel zu nehmen. Existence noch eine Gegenflash. Perfekt. Scream macht Headshots. Interessante Gegenflash von ihm. Boah, kriegt nochmal so einen Schuss an der Seite. Er kriegt den Frick da nicht. Also doch die Chance vielleicht für DSC. Bombe wurde hinten am Brunnen, glaube ich, gelegt. Boah, DSC-Spieler sind super low. Auf jeden Fall der HP-Nachteil bei ihnen. Einer kommt noch über. Ah, das sollten sie nicht gewinnen können. Sie sind da viel zu low, sind eingekesselt. Banane kommt noch. Keine Chance eigentlich. Und so sieht's auch aus. Und es ist echt bisher jedes Mal das gleiche gewesen. ESC gewinnt die Pistole, macht 3-0 und dann holt einfach Very Games die restlichen Runden gefühlt. Oder zumindest kommen da immer ran. 3-0, 3-3, 4-3, 5-3 meist. Irgendwann macht ESC noch eine Runde und dann. Ja, reicht aber auf jeden Fall nicht. Bei Curse steht 2-2, okay. Mal schauen. Eco, die erste Eco bei ESC. Haben sogar relativ viel Equipment. Was sich natürlich anbietet, wenn sie da immer überkreuzt die Mitte decken, die Action. Und Tess. Natürlich mal was über Haus zu probieren. Ich meine, es gibt gute Smokes von der falschen Mitte. Frohes Auto zum Beispiel. Dann können die, selbst wenn sie da Action blocken und hier gesmoked ist, dann kann, hat ESC da viel Spielraum im Sandkasten. Wenn sie den einnehmen, ist die Runde eigentlich so fast gewonnen. Dann nachher ist wegsmoken, wenn sie Action dann gegen Action sterben, dann sieht das gut aus. Mal schauen, ob wir was überhaupt sehen. Boah, ich sehe, Very Games Bell weiterhin hier die Initiative, pushen sie dritt B. Halten ihren offensiven Spielstil bei. Es ist zwar nicht erfolgreich, aber Scream steht hinten. Ach, und ESC macht genau das Falsche, finde ich. Laufen einfach stumpf in die offensiven Franzosen rein, die da wirklich eigentlich jede Runde Druck gemacht haben. Warum macht man nicht mal einen Asmo-Move oder wenigstens Nades hoch oder halt, man bleibt erstmal komplett weg. Ach, ich finde das nicht gut, was ESC gerade hier spielt. Gefällt mir gar nicht. Sieht man, wie sie teilweise in der Reihe sogar dann sterben. Weil ich finde es gut, dass Very Games hier weiterhin die Initiative behält, offensiv agiert, aber ESC stellt sich ja wirklich nicht gut drauf ein. Sollten jetzt die nächste Eco vielleicht. Boah, schönes Brett von Neo. Sollten die nächste Runde auf jeden Fall mal nutzen, um sich hier nochmal klar darüber zu werden, was Very Games macht und was man vielleicht dagegen spielen könnte. So, ist das eine Eco? Ne, haben gekauft. Jetzt, sie wollen es echt mit der Brechstange der Banane versuchen. Jetzt gab es jetzt mal eine Flash von hinten. Jetzt vielleicht nochmal eine von hinten. Kommt aber nicht. Hey, und jetzt stirbt halt Kuma alleine. Also ich finde das was. Boah, wenigstens Lord einen wichtigen Headshot gesetzt. Auf ihn ist gerade Verlass. Macht ein gutes Spiel. Gefällt mir heute. Ist ja meistens einer, der
den man nie so auf dem Schirm hat, aber auch ein sehr wichtiger Spieler bei ESC ist. Er hat viel Kontrolle am Haus jetzt. Aber er macht krass. Zwei Flex von ihm, aber... Ach, das... Seine Mates sind halt weit weg. Wenn sie jetzt schon Action gewesen wären, hätten sie Reflex setzen können. Also, ich glaube, Lord kommuniziert das auch, aber der Rest ist halt irgendwie gerade... Ja, sie versteifen sich zu sehr auf diese Banane. Jetzt gegen NBK. Jetzt auch wieder so eine kurze Phase der Unsicherheit drin gewesen, hat man gerade gesehen. ESC Test, glaube ich, am Rückwärtslaufen, anstatt vor, waren sich da scheinbar kurzzeitig unsicher, was sie jetzt spielen. Und jetzt einfach werden sie von vorne in die Zange genommen, auch wenn Neo noch einen Headshot setzt. Aber das reicht halt nicht. Sechs verdammte Runden in Folge. Für die Franzosen. Die wirklich gut spielen, will ich hier nochmal klarstellen. Also, wie gesagt, treffen gut, hat man schon auf D2 gesehen. Aber ESC, ja, bietet ihnen halt hier einfach wirklich keine Gegenwehr gerade. So leid es mir tut. Mal schauen, wann irgendwann die Ansage kommt. Und dann gehen sie jetzt Banane nicht direkt rein. So, lassen Existence jetzt wieder allein. Das ist jetzt die Situation, die ich vorhin angesprochen hatte. Wenn man jetzt zum Beispiel, also jetzt vielleicht nicht, aber so in 10 Sekunden, wenn man da Banane einnehmen würde, Existence macht da vielleicht ein, dann wird er gereflekt, dann kann man B rauf und die Runde ist gewonnen. So. Aber es wäre nicht so schlimm, wenn man mal nochmal was gemeinsam über Haus machen würde. Dann braucht man natürlich die Smokes, man braucht hier ein paar Flashes drüber in den Sandkasten, damit man da besser Haus rauskommt. Immerhin wird die Mitte jetzt immer nicht so komplett aggressiv, wobei sie blocken sie wirklich. Aber diesmal stehen nicht zwei sich gegenüber. Also 2-2. Ja, aber ESC wird trotzdem auseinandergenommen. Sie machen einfach, guck mal, Lord ist wieder Haus. Er kann so viel arbeiten da. Warum nicht einfach gemeinsam dahin gehen? Da ist er vielleicht auch ein bisschen in der Pflicht, mal kurz das Ruder zu übernehmen. Und sagt, hier, ich habe Haus immer so viel Spielraum, lass doch mal über Haus was machen. Und dann muss er mal wieder ausrasten. Sie sind beide low. Wenn sie jetzt den Frag am A setzen, oh, wenigstens Refrag. Die erste richtig knappe Situation hier. One-on-one, Existence über Mitte, aber der trifft heute extrem gut. Auch wenn er jetzt hier nicht, wenn sich das im Scoreboard gerade nicht widerspiegelt. Pascha weiß aber, wo er ist. Existence hat das Kit. Wird gut weggeflasht. Pascha aber auch richtig Gott. Und er will ihn ausrufen. Das könnte klappen. Existence hat da überhaupt keine Kenntnis von. Er hat ihn jetzt schon gesehen. War da selbst überrascht davon, dass Existence noch so weit ist. Und das muss Pascha machen. Existence hat keine Ahnung. Er schleicht sogar rum. Und es reicht in der Zeit. Easy. Schön Runde gespielt von Pascha. Aber die Runde geht auf jeden Fall an Lord, der hier ESC gerade ein bisschen im Spiel hält. Auch wenn er da nicht oben steht. Aber für mich gerade der beste Mann auf dem Server von den beiden Polen. Erste Equipped Round für ESC. Sollten sie die verlieren, dann ist es sehr, sehr bitter fürs Geld. Dann können sie sich eigentlich direkt eingraben. Rebel Games baut nicht um. Blocken nicht Haus, machen wieder Mitte. Dieses Doppel. Wie man es kennt eigentlich. Diesmal lässt man Scream allein. Existence ist nicht ganz da. Ja, bleibt doch am B. Okay, man baut wieder um. Smith will deine Flash haben. Bei einer Minute scheinbar. Oh, eine nette Flash über Bande, glaube ich. Dass sich da nicht wegdrehen. Smoke auch wirklich perfekt. Die delayt das Ganze jetzt noch und sie haben halt so viel Kontrolle. Existence kann jetzt eigentlich schon wieder schieben. Ich weiß nicht, was er gerade gut macht. Sie haben Mitte noch so viel Kontrolle. Hier gibt's nichts. Gut, Haus haben sie halt keine Kontrolle, aber Existence sollte auf jeden Fall drüben bleiben. ESC hat bisher noch nichts über Haus gespielt. So, und den Go, den kann Scream jetzt gut aufhalten. Existence wäre auf jeden Fall gleich da. Könnte gegenflächen, wenn er... Oh, die Zeit läuft natürlich auch davon. Spiel ist jetzt defensiv sehr schön kommuniziert und wenn jetzt die Flashes sitzen, sie viel Zeit rausholen. Oh, aber die Flashes kommt zu spät von Existence, von VG allgemein. Oh, und
Stehen sie B? Gerade standen da gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, wenn Scream einfach da reingezählt hätte, hätte er mehr gemacht als dort auf dem Spot. Ich glaube, Existence hat ihn da auch weggeholt, dass sie wirklich da auf Gegenfläche spielen wollten. Was überhaupt nicht geklappt hat. Kuben gerade entscheidendes. Nee, doch nicht. Doch keiner Banane drin gewesen. Uiuiui, wie lange braucht der CT da? Aber der war, glaube ich, selbst blind. NBK letzte Banane. Der konnte gerade Effekte setzen. Kuben rastet aus. ESC mit der Anschlussrunde. Aber wieder eigentlich mit mehr Glück geholt. Beziehungsweise durch Unfähigkeit von Varigames die Runde hier an ESC gegangen. Mal schauen, ob es weiterhin so geht. Oder ob die Polen hier mal Runden aus eigener Kraft gewinnen können. Auch mal was Neues, einen schnellen Mid-Contact. Nicht bei einer Minute, wo dann eh die Smoke liegt. Schade, dass sie jetzt nicht komplett die Mitte einnehmen. Jetzt gemacht. Jetzt vielleicht mal wirklich über Herz durch. Die Bombe wird ein schöner Split, eine schöne Zange. Sehr schön für Neo da abgedeckt. Na, also geht doch. Ein Lord im Haus oben, wartet auf die Ansage noch. Gut, vielleicht ein Tick zu defensiv. Jetzt ist er bekannt. Tess muss ihn machen. Nicht so gutes Aiming gerade, aber egal. Eine 5-Runde mal von ESC. Und das ist die erste, die ich wirklich sage, die gut gespielt war. Also auch ESC kann hier 5 Runden hinlegen. Schönes Pre-Fire von Pascha. ESC gleich somit aus. Geld scheint. Ja, ja. Haben noch genügend Geld. Für die Runde reicht es auf jeden Fall. So, finde ich auch gut, dass sie. Banane, auf die Banane jetzt ein bisschen scheißen am Anfang. Ich bin jetzt den Aufbau, den man ganz am Anfang immer schon mal gesehen hatte. Oh, Neo muss aufpassen. Jetzt im Flash kommt. Super close. Und jetzt kann er fast rumziehen. Boah, im Reload da. Sehr schönes Timing. Perfekte Flash. So, Mitte ist frei. Jetzt der B-Go. Jetzt kommt die Gegenflash auch schon. Also wirklich perfekt. Existence kann jetzt reinhalten. Im ersten, noch der zweiten. Schöne Hits noch gesetzt. Sehr starke Runde von ihm. Scream auch instant wieder drauf. Oh. Könnt ihr euch auch fast neben euch. Das muss Scream ansagen, dass er da durch sein konnte. Hätte gehört. Boah, Kenny mit den letzten. Dadurch, dass er gewankt hat, hat er nur super wenig Schuss gehabt und dann einfach Aimbot-like noch fix auf dem Kopf die letzten Schüsse ihm reingesammelt. Waffe war leer, auf Piste geswitcht und ihn gemacht. Keine Chance da, der Terror. Sehr schön aufgehalten von Barry Games. Ach man, aber warum. Warum spielen sie nicht weiter? Also, sie kommen halt überhaupt nicht mit der Mitte klar. Also gut, vorhin, also wenn VG die Mitte nicht blockt, dann geht's einigermaßen, aber wenn sie blocken, dann weiß ESC nicht so recht, was sie da machen sollen. Diese Billig-Fakes, die funktionieren halt überhaupt nicht. So, und jetzt wird nochmal kurze Protest gemacht von Existence. Kann man es wirklich nicht oft genug betonen, dass er halt wirklich ein gutes Spiel macht.
bringt gute Ansagen, hittet auch noch gut. Und Lord mal wieder der Einzige, der hier gut mitdenkt. Haus schnell durch ist, den Spot geöffnet hat für sein Team. Friedhof eine sehr schöne Posi einnimmt. Kuben noch Mitte und... Oh, die Bombe ist da down. Aber Kuben, hol sie mal fix, bevor die Bombe... die Neo schiebt hin. Auf geht's, Kuben. Ja, er weiß natürlich nicht, dass da keiner ist. Fairy Games scheint es aber auch nicht gewusst zu haben. Und jetzt wird es trotzdem noch richtig schwer. Sehr wichtig, wenn jetzt hier noch eine weitere Flash kommt. Kuben muss den Frag setzen. Kuben hat es ganz schwer, jetzt da durchzukommen. Oh, und er setzt den Frag von Mitte. Sehr schöner Bombdrop. In 1-6 wäre das... Oh, er hat auch so Erfolg. In 1-6 ist es immer super geil, wie weit da noch die Bombe fliegt. Super schnell geschalten, dass er gemerkt hat, er kriegt die Hits. Wird wahrscheinlich sterben. Wirft noch die Bombe vor. Mit seinem Meter besser rankommt, aber sie geben die runter ab. Weil diese Scheißbombe da Mitte unten in der Banane down war. Kuben kann man nichts vorwerfen. Wenn er da allein vorgeht und dann stirbt, haben sie halt auch nichts gekonnt. Er hätte halt eher die Hilfe gebraucht, beziehungsweise... Das ist einfach... Das ist einfach nicht gut. Der Einzige, der wirklich hier mitdenkt, ist Lord. Guter Mann. Würde mich so ärgern an Lords Stelle. Er macht so gute, wichtige Frags, öffnet den Spot schon zum zweiten Mal mindestens. Und dann schafft es sein Team einfach nicht. Weil die Bombe wieder sonst wo gedown ist. Weil sie meinen, weil sie gemeint haben, da immer wieder Banane was zu agieren. So, und in der letzten Runde ist Smith nochmal richtig aggressiv. Und damit wird ESC überhaupt nicht rechnen. Ja. Auch Lord, dem kann man da nichts vorwerfen. VG war vorher noch kein einziges Mal hausoffensiv. Und jetzt Lord dann gegen gestorben. Der wichtigste Mann hier gerade tot. Mary Games wieder zu viert am A. Existence allein am B. Interessante Flash von Scream. Smith mit dem zweiten. Boah, schöne AWP. Alter. Ah, okay. Der letzte war von Scream. Und Kuben der letzte. Wieder ist es die Mitte. Wo ist sie? Quasi ist hier das Wasser und Fairy Games, der Fels da Mitte oben. Der ist hier prallt da einfach immer dagegen und richtet quasi keinerlei Schaden an. Trotzdem bisschen besser vielleicht die Leistung als auf das 2. Mein CT sind sie meistens nicht so schlecht. Mal gucken, ob das was wird. Gerade mit dem Momentum vielleicht, was Lord jetzt getankt hat. Mal schauen, ob sie sich jetzt hier nochmal zusammenreißen können. So, derweil schaue ich mal bei den anderen Spielen. Und zwar bei NIP. Da steht 10 zu 6. Aber auch 5 T-Runden. Wobei, gut, sie hat die Piste geholt. Aber NIP dritte Runde, glaube ich, gekauft gehabt. Aber trotzdem, Curse verkauft sich da scheinbar richtig gut. Nichtsdestotrotz. Wobei, sind jetzt City. Pistol gewonnen. Mal gucken. Wenn das Spiel jetzt hier schnell vorbei ist, dann schalte ich natürlich zu Curse rüber. Vielleicht gibt es ja gut sogar dort eine dritte Map, wer weiß. Das wäre auf jeden Fall krass. So, auf geht's in die Pistol. Bitte, bitte, ESC, mach die mal hier klar. Der dritte Map wäre so schön, auch in Anbetracht der Tatsache, dass es Mill wäre. Der ESC spielt was, gefällt mir, dass sie die Initiative ergreifen. Mit der eingenommen. Oh, MPK. Schon wieder so einen One-Click gegeben in der falschen. Pasha kann das ansagen. Nein, wie ist was ein Pech, dass Kenny da noch reingeht. Oh, das ist so scheiße bitter. NBK mit seinem zweiten. Ist mit seinem dritten, also. Der Junge. Boah. 4K Headshots von NBK. Ich glaube, es waren wirklich alles Heads. Keine Chance. Nächste. Ey, Moment. Moment. ESC hat mal keine Pistol geholt. Heißt eigentlich, sie müssen die Map gewinnen. Die erste Pistol, die sie abgeben. Bisher jede Pistol gewonnen und trotzdem die Hälfte verloren. Mal gucken, vielleicht ist es wirklich bei ihnen so. Auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht.
stecken hier am A. Der ist mit Shotgun am... am B, sorry. Andersrum natürlich. Und der ist am A mit Shotgun. Rest am B. Und wenn Tess dann Frag setzt, dann könnte es vielleicht gut sein, dass sie wirklich B gehen. Wenn jetzt gutes Time hat. Oh, B ist leider schon einer gestorben. Hat sich da dumm gezeigt. So, sie nehmen B ein, aber die Bombe ist noch nicht dabei. Sehr gute Smoke. Moving da über Pace auf. Und der ist natürlich jetzt. Der ist natürlich vorher gestorben. Deswegen ist es jetzt ganz bitter. Boah, da läuft wirklich gerade gar nichts zusammen. Auch wenn er einen Headshot setzt. Ah. Zu dicke Smoke. Der wird auch auf die Distanz nichts mehr machen können. Na gut. Sie verringern da zugunsten von Tess die Distanz, aber trotzdem 11-6. Das Score-Konto von Valve Games füllt sich. Kein Stack. Normale Spielerverteilung. Oh, Tess auf Spot geboostet. Oh, ist direkt wieder runter. Oh, man fehlt der Damage gemacht im Lord im Haus. Oh, Tess in der Action. Oh, Mitte hält auch. Also. VG gerade extrem verstreut. Spielen das überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht zusammen. Kassieren dementsprechend auch die Frags. NBK ist... NBK ist low. Existence kommt jetzt erst nach. Die Mitte ist... die Bombe ist in der Mitte down. Also beste Chance für SC jetzt die Runde klar zu machen. Das wäre die zweite Eco im Spiel, die sie hier gewinnen. Vorhin auf Terrorseite schon eine und jetzt... Ne, warte mal, so auf das zwei, glaube ich. Das wäre die zweite Eco in dem Spiel, nicht auf der Map. Oh. Aber noch haben sie noch lange nicht gewonnen. Aber Neo kann es noch machen. Und er hittet nicht. Oh, wie sieht das noch gewinnen? NBK überlebt das Ganze. Hat, glaube ich, nicht mal einen Hit noch bekommen. Es ist auch ganz wenige Hits. Das trotz Überzahl. Das spricht leider nicht für die Polen. 12-6. Wird es hier wirklich bei... Ja, wird es wirklich noch ein schnelles 2-0. Abwarten. So, und auch ESC ist aggressiv in der Banane. Aber da sieht man direkt den Unterschied von VOG. Kommt einfach eine Flash von hinten, zack, beide ESC-Spieler blind. Und, gut, ich meine, es geht jetzt keine Gefahr wirklich davon aus, aber... Angenommen, Valve Games wäre da wirklich oben gewesen, hätten sie zwei relativ einfache Facts gehabt. Die wäre eingenommen und zack, Runde gewonnen. Das ist nicht so dumm und laufen da so stupide rein. Der ist eine schöne Pose, aber obwohl man die mittlerweile kennt. Oh, ESC. Pascha verwirft die. Warum eigentlich ESC.ESC-Pascha ist? Okay, es ist ein Name halt auf der SEA-Seite. So, Very Games macht das, was ESC hätte viel häufiger tun sollen, überhaupt was spielen. Und selbst das ist nicht mal ein richtiger Go. Wäre so eine Art Fake. Aber es ist egal, denn sie machen trotzdem die Frags und MPK. Einfach mit Low HP wieder eingemacht. B ist eingenommen, Lord noch am A. Da kann er direkt safen. Valve Games aber auch schon am Jagen. Nehmen hier sofort die ganzen Sachen ein. Candy sollte vielleicht Instant Base gehen. Genau. Um da wirklich alles auszuschließen. Oder ihn halt einzukesseln. Es wird sehr eng für Lord, die Runde zu überleben.
Kenny mal ein bisschen agieren würde. Wobei er da, okay, da verstehst du, dass er nicht so drauf geiert. Ja, Lord wird es doch überleben. Oh, knapp. Aber zum Glück ist da eine Küche. 13 zu 6. So, Nip Curse 14 zu 8. Also Nip doch gut am T-Runden holen. Sollte also auch dort ein 2-0 werden. Wieder ist hier Banane auf. Wieder werden sie weggeflasht. Und diesmal ist es wirklich einer, der oben ist. Hat da richtig Probleme, die Flash zu werfen. Oh Mann, das kann man echt keinem antun gerade. Aber vielleicht Pascha noch. Oh. Warum der nicht stirbt, verstehe ich manchmal nicht. Er ist auch auf dem Kopf mit der Mac 7 auf Close Distance. Aber das war scheinbar nur so ein Strafe-Schuss. Da ging wahrscheinlich nicht mehrere Kugeln rein. Dementsprechend nicht der Frag. 14 zu 6 ESC. Gut, es war gerade eine Echo, so wie es aussah. Ja. Aber trotzdem. So, letzte Chance für die Polen hier im Spiel zu bleiben. Würde ich mal sagen. Aber sie scheinen heute nicht in der Form zu sein, in der sie gestern waren. Wieder aggressiv, auch wenn es diesmal gut aussieht. Boah, macht so viel Damage. Endlich Neo auch den Frag setzen können. Lord hält da ganz gut. Hausmeister. Überzahl für SC. So, und die beiden VG-Spieler in der Mitte. Scream noch am Leben. Und Kenny auch einer, der Low HP hat. Seine Arme sehr gefährlich. Och, er setzt den Frag Lord schlecht, aber auch einfach rein. Warum nicht einfach irgendwie spotten? Two. So, er hört die Steps. Das muss da langsam aufpassen. Vor allem müssen sie halt auch Base aufpassen, beziehungsweise Pascha. Das wird jetzt richtig ekelhaft. Es hört nochmal die Steps. Muss natürlich aufpassen, nicht, dass er da wirklich noch eine Action kommt. Und Kenny hat ihn irgendwie gesehen. Oh, und jetzt gehen sie wahrscheinlich. Ja, sie gehen wirklich B. Super gemacht. Und Tess hat kein Kit. So, die müssen eigentlich fast sogar wissen, wo er kommt. Zumal zielt Kenny. Ja, er zielt. Wir müssen genau wissen, von wo er kommt. Schöne Nate. Boah, direkt die Hälfte abgezogen. Er kann es fast noch machen. Schade, wenn die Nate gegen Kenny kommt. Ah, oh, Mann, ey. Ist das bitter. Aber das hat man schon mal wesentlich besser runtergespielt gesehen von der ESC. Ich meine, gut, Tess war sich halt nie sicher, ob da jetzt beide sind. Lord konnte da, glaube ich, immer auch nur die Aber-Ansagen von Kenny. Aber warum er da auch überhaupt reingeschlichen ist, verstehe ich nicht. Mann, ey. Armes ESC. Mal schauen, wie weit sie sich im Lower Bracket noch gleich kämpfen können. Wieder der Push, aber wieder die Gegenfläche direkt. ESC scheint aber auch irgendwie nicht zu lernen. Verstehe es nicht. Sie verlieren hier auf jeden Fall verdient das Spiel. 2 zu 0, da gibt es nichts zu sagen, nichts zu rütteln. Und es würde mich doch arg wundern, wenn sie heute nochmal auf Quantic treffen, dass sie da nochmal gewinnen. Zumal sie ja die Map-Vetos jetzt schon kennen müssen. Aber wenigstens rasten sie nochmal in der Mitte ein bisschen aus. Also auch da klappt das Blocken. Aber VG wieder direkt mit der Entscheidung, B zu fahren. Wir wissen genau, B ist einer allein. Mal schauen, wie Neo das macht. Boah. Setzt zwar den Headshot mit dem Spray, aber halt leider kein Kill. Trotzdem Retake möglich. Keine Flash. Oh, sie haben halt kein Kit, das Zeit läuft.
ihn langsam aber sicher davon. Existence. Oh, der stirbt. Reicht das Diffuse? Ja, der müsste locker reichen. Dem Fisch gefällt das auch. Also das erste Mal, dass man hier so eine Klatschwand wirklich für sich entscheiden kann. Vorhin ja auch schon als Terror, so ganz bitter. Und jetzt halt vorhin, das ist Test 1 und 2. Mal schauen, wie lange sich ist hier über Wasser halten kann, ob wir hier wirklich gerade am Ertrinken sind. Schon wieder die Smoke verloren, verworfen. Auch nicht gut. Das hilft natürlich ungemein Fairy Games. Die offensiven CDs brauchen da natürlich die Smoke. Musste sie sich jetzt manuell nachlegen. Boah, überfahren sie da gerade kurzerhand. Also offensiv scheint gerade zu funktionieren, fragt sich nur wie lange. Fairy Games wird da nicht lange fackeln und sich darauf einstellen. Und das Upper Bracket Finale gibt es, glaube ich, heute Nacht. Auf jeden Fall danach jetzt hier erstmal zwei Runden Lower Brackets. Im Anschluss das Faculty-Match gegen Denial Esports. Ja, und das Upper Bracket-Finale, also NIP gegen VG, werden wir sehen um 0.30 Uhr. Sollte Fairy Games jetzt hier mal den Sack zumachen. Boah, starke Reaktion von Smith. Aber wie hier, sie haben First weg. Keine Smoke liegt da so richtig. 4 gegen 4. Boah, schöne Timing Flash. Wurde leider nicht mit einem Frag belohnt. Wieder B und dann ist Neo alleine mit Low HP. Tess schiebt jetzt rüber. Das reicht von der Zeit auf jeden Fall noch. Mal gucken, wie viel NBK jetzt noch machen kann. Fake da ganz billig. Boah, Neo macht sich an durch die Smoke. Liegt gleich im Hof. Boah, wird weggesprengt. Tess versucht, es kommt auf die. Boah, riskant. Einen macht er und er kommt noch weg. Boah. Sehr gut, dass er dort noch wegkommt. Bisschen glücklich vielleicht aber auch. Und jetzt haben sie gute Chancen, die Runde zu machen. Bombe noch nicht gelegt. Sehr schön. Ich spiele noch den Zugriff, während die Bombe gelegt wird. Wissen genau, sie kann auch nicht gut geblendet werden. Sie wird überall sehen. Geht doch, Mann. Warum nicht gleich so? NIP auch schon gewonnen. 16 zu 9 die zweite Map. Trotzdem muss man sagen, Curse mehr Runden geholt, als ich gedacht hätte. Gerade auf Nuke, dass es da 16-14 ausgeht. Nicht schlecht. Auch auf Train 5T-Runden. Gut mit Pistol. CT-Pistol dann auch geholt. Gut, dann Train wahrscheinlich doch sehr eindeutig, wenn man mal die Pistol-Runden abzieht. Aber trotzdem haben sie sich da scheinbar gut verkauft. Bin mal gespannt, wie sie sich dann im Lower Bracket präsentieren. Schauen, ob wir nochmal ein Spiel von ihnen sehen. Finden ja immer zwei Spiele gleichzeitig statt. Und nachher natürlich der Fokus auf Faculty. So, eine Eco von VG. Können wir uns aber auch erlauben. Boah, Alter, wie Scream ihm da jetzt noch Headshot gegeben hat. Krass. Oh, da finde ich den sogar. Alter. Sie holen hier nicht ernsthaft die Eco. Neo im 1 und 2. So, wissen jetzt auch, wo er ist.
kann den ersten machen. Kommt mit viel HP weg. Oh, Kenny, jetzt kannst du zeigen, was du kannst. Oh, er hat sich selbst gehört. Neo sieht also mehr Chancen da über. Action, und Kenny setzt den Headshot. Sehr, sehr stark. GG well played. Auf jeden Fall. Barry Games sich sehr gut verkauft. ESC leider nicht. Schade um die Polen. Aber auf jeden Fall verdient verloren hier das Match. Beide Maps sind somit auch ins Low Bracket gerutscht. Leisten somit Faculty da Gesellschaft. Somit zwei europäische Teams oben im Bracket. Zwei jetzt schon unten. So.